Willkommen zu meinem Videoguide zu This War of Mine. Genauer gesagt, dem Videoguide zur Kampfsteuerung. Wie der Kampf funktioniert, ob man kämpfen sollte oder vielleicht auch, wann es mal schlauer ist, gar nicht erst zum Kampf kommen zu lassen. Wir sehen hier beim Supermarkt ein Ereignis, das werdet ihr eventuell selber mal in eurem Spieldurchlauf entdecken. Es gibt hier zwei mögliche Karten. Also sprich, es muss nicht zu diesem Ereignis kommen, es kann auch was anderes passieren. Aber bei diesem Ereignis, das wir jetzt gerade erleben, habt ihr die moralische Entscheidungsfreiheit, wie ihr euch hier dieser Sache stellen wollt. Und ich möchte einfach mal zeigen, dass es nicht immer nötig ist zu kämpfen und trotzdem was Gutes zu tun. Denn wir werden gerade Zeuge, wie der Soldat die Plünderin hier bedrängt. Und wenn wir jetzt hier gar nicht einschreiten würden, täte was weiter Schlimmes passieren. Aber, naja, ich will nicht vorgreifen. Schaut es euch dann selber an. Ich entscheide mich jetzt hier einzugreifen. Das heißt, ich würde mich jetzt versuchen anzuschleichen, werde aber dabei überrascht, weil ich es viel zu früh mache. Könnte ihn jetzt bekämpfen, aber auch einfach nur wegrennen. Wenn ich die Flucht ergreife, passiert nichts und ich komme sicher und heil zurück. Pavle hat überlebt. Mädchen gerettet, nichts passiert. Anders ist es, wenn ich mich dann wirklich entscheide, mal zu kämpfen, weil zum Beispiel ein Haus von Banditen besetzt ist. Dann würde ich euch dringend anraten, zuerst mal die Gegend zu erkunden, damit ihr seht, wo was ist. Wo ihr zum Beispiel Deckung nehmen könnt oder vielleicht auch ein Versteck ist. Und dann die Wege der Banditen auszukundschaften. Wenn ihr die ungefähr im Griff habt, dann versucht euch ihnen möglichst lautlos zu nähern. Bewaffnet euch rechtzeitig. Achtet euch nochmal auf die Umgebung. Zum Beispiel jetzt hier würde er ja in meine Blickrichtung schauen. Das heißt, ich warte logischerweise noch weiter ab. Mein Ziel ist es hier, möglichst lautlos zu agieren. Es funktioniert nicht immer mit dem Messer. Das heißt, auch das Messer macht in einem gewissen Radius Lärm. So lautlos seid ihr halt auch nicht. Wir sehen jetzt, er geht nach unten. Das wäre mein Zeitpunkt, um da in Erscheinung zu treten. Wir schleichen uns jetzt von hinten an. Dann sehe ich, okay, hier hat es ja noch ein Versteck. Aus dem Versteck anzugreifen ist immer am schlauesten. Das heißt, wir gehen gleich hinein. Dann sehen wir, okay, das Angriffssymbol. Jetzt ist eine lautlose Tötung möglich. Schleichen uns an, töten ihn und haben jetzt aber die anderen damit auch aufgeschreckt. Wir waren zu laut. Das heißt, ich ergreife jetzt die Flucht, renne weg, habe ja hier oben dann Versteck, kann mich damit zurückziehen. Während die beiden jetzt meine Fährte verloren haben. Damit kann ich jetzt hier warten und mich beispielsweise an den zweiten schon anschleichen. Oder einfach zuwarten, bis er seinen alten Standort bezogen hat und mich dann wieder anschleichen. Also lasst euch im Kampf Zeit, Wunden wegzutragen. Wunden zu erhalten ist sehr schmerzhaft und kann auch zum Tod des betreffenden Charakters führen. Deshalb habt keine Eile, lasst euch Zeit und schleicht euch erst wieder an, wenn die Luft rein ist. Ein toter Körper, also des Gegners, bleibt so lange erhalten, solange ihr im gleichen Gebiet bleibt. Das heißt, wenn ihr dann das Gebiet verlasst und am nächsten Tag wiederkommt, ist die Leiche weg. Wie sinnvoll es ist, manchmal mit Taktik vorzugehen, möchte ich euch hier zeigen. Hier unten haben wir einen Erdhaufen, der ein Versteck versperrt. Deshalb würde ich jetzt zuerst den Erdhaufen abbauen, damit ich an das Versteck gelange. Während oben leider zwei Snipers sich der Zivilbevölkerung widmen. Und eigentlich skrupellos, wie ich das jetzt ausgesprochen habe, entschuldigt, skrupellos Zivilisten ermorden. Das heißt, wir locken sie jetzt an mit Lärm. Wir sehen auch das Feedback. Könnten jetzt hier die Türe öffnen, damit wir sehen, wann sie kommen. Einfach weiter Lärm machen. Und wir sehen jetzt,
die Laufbewegung. Auch wann sie welche Türe ungefähr öffnen, wo sie sich hinbegeben. Die Tür selber macht, das Öffnen und Schließen macht keinen Lärm, aber meine Bewegungen, wenn ich renne, die machen natürlich Lärm. Das heißt, ich versuche jetzt, mich nicht beiden gleichzeitig zu stellen, sondern sie zu separieren, weil gegen zwei gleichzeitig habe ich mit dem Messer natürlich keine Chance. Das bedeutet, ich würde jetzt hier unten zuwarten in Sicherheit, dann mich auf die Bewegung von ihnen achten, das heißt, wenn dieser rote Kreis weggeht, der eine, zum Beispiel jetzt eben hier nach rechts, warte ich, bis er genug weit weg ist, dann mache ich wieder Lärm, dass der hintere wieder nachschauen geht, wo der Lärm herkommt, während der andere ja weg ist, locke ihn jetzt so zu meinem Versteck und warte ab, bis der Nahkampf möglich ist in der Meuchelattacke. Und hier sehen wir, ich bin jetzt weit genug gewesen vom anderen, der hat den Lärm nicht mitbekommen und dementsprechend kann ich jetzt auf Plündern wechseln und hier in aller Ruhe mich an dem verdingen, was er hinterlassen hat. Der zweite ist doch neugierig geworden, aber aufgrund der Wände etc. kann ich mich jetzt hier wieder locker verstecken. Wieder abwarten, bis er da ist, wieder aufs Messer wechseln und mich auch dem zweiten Sniper widmen. Dadurch bekomme ich zwei wundervolle Waffen, die aber nicht übermächtig sind. Das werde ich euch gleich im nächsten Abschnitt zeigen. Wir bekommen jetzt hier das Jagdgewehr mit Visier, mit Zielfernrohr. Aber auch damit seid ihr noch sehr zerbrechlich. Werdet nicht übermütig. Ich werde euch gleich zeigen, warum es vielleicht nicht immer schlau ist, sich zu sehr auf Waffengewalt zu verlassen. Wir sind in der besetzten Schule. Die ist stark frequentiert von Banditen. Auch hier würde ich mich zuerst mal darum kümmern, Steinhaufen und Ähnliches aus dem Weg zu bringen, damit ihr Fluchtwege frei habt. Anschließend gilt es, die Wege der Banditen auszukundschaften und sie nach Möglichkeit zu separieren. Wenn wir das Jagdgewehr ausrüsten, dann können wir auch Deckung nehmen hinter Türen oder Möbel. Das wäre zum Beispiel hier der Fall. Ich nehme jetzt Deckung hinter der Tür. Wenn wir das Visier anschauen, dann ist es jetzt weiß, orange. Orange bedeutet, ich treffe. Weiß bedeutet, ich habe das Ziel noch nicht im Visier und würde daneben schießen. Das heißt, wartet hier wirklich ab, bis das Ziel orange ist und schießt erst dann. Doch ihr seht, auch trotz einer sehr guten Waffe wird die Übermacht zu groß. Und auch wenn ich in Deckung bin, ich habe irgendwann keine Chance mehr. Das sind einfach zu viele. Habe mich hier zu ungeschickt verhalten und ich sterbe. Sollte euch das passieren nebenbei, sterben, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr ganz schnell reagiert, noch Alt F4 zu drücken, während der Sterbetext steht. Und damit gelangt ihr wieder an Anfang des Tages zurück und euer Charakter stirbt. Hat das Spiel aber schon geladen, dann ist vorbei. Ich versuche mich jetzt nochmal am gleichen Gebiet, dieses Mal aus einer Mischung aus lautlos und Pistole, um die Gegner-KI auszutricksen. Wir haben jetzt unten rechts einen Bandit, der in mein Blickfeld gerät. Ich kann mich nicht weiter anschleichen, das heißt, ich verstecke mich jetzt wieder. Würde zuwarten, dass er nach oben kommt. Und ihn jetzt meucheln. Aber auch hier ist es viel zu laut. Ich möchte mich eigentlich in Deckung zurückziehen. Funktioniert aber nicht. Bin vermutlich schon durch den Körper, den davor liegt, behindert. Und die Gegner-KI ist zwar nicht die schlauste, aber leider ist das Spiel auch nicht das Blödeste. Weil ich hier jetzt an einem Treppenabsatz stehe, kann der Gegner sich nicht weiter nähern. Ich dachte mir, okay, vielleicht schaffe ich es tatsächlich, sie zu separieren. Schau hier unten nochmal, ob da was ist. Unten wäre zwar alles frei, aber da sich anzuschleichen von hinten wird nichts bringen. Das sind zu viele Gegner, wie ihr später noch bemerken werdet.
Es ist, wie gesagt, nicht immer sinnvoll, sich jeden Kampf zu stellen. Versucht vielleicht auch, so wie ich es jetzt hier hätte machen sollen, Gegner zu separieren, dann einen zu töten, dann die Flucht anzutreten, dann erst am nächsten Abend oder beim nächsten Ereignis wieder zu erscheinen und dann zu kämpfen. Denn ihr seht, obwohl ich jetzt unten Deckung beziehe und mich mit der Pistole wehre, das ist einfach zu viel. Und auch hier müsste ich danach wieder neu starten. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Kämpfen und auf ein anderes Mal wieder.